Das ist das Darmbakterium Escherichia coli. Es ist winzig klein und vermehrt sich rasend schnell. Wie schnell, fragt ihr euch? Dazu beantworten wir die Frage, wie viele E. coli-Zellen in 48 Stunden entstehen können. Eine E. coli-Zelle ist in der Lage, sich in 20 Minuten zu teilen. Also gibt es nach 20 Minuten 2 Zellen, nach 40 Minuten 4 Zellen, nach 60 Minuten sind schon 8 Zellen entstanden und nach 80 Minuten haben wir schon 16 Zellen und so weiter und so weiter. Bis wir nach 48 Stunden 10 hoch 43 E. coli-Zellen haben. Und eine einzelne Zelle wiegt sehr, sehr wenig, nämlich nur 10 hoch minus 12 Gramm. Dann ergibt sich für die 10 hoch 43 Zellen ein Gewicht von 10 hoch 31 Gramm. Das entspricht 10 hoch 25 Tonnen. Die Erde zum Beispiel wiegt nur 6 mal 10 hoch 21 Tonnen. Also würden die Zellen, die nach 48 Stunden entstanden sind, 1000 mal so viel wie die Erde wiegen. Das ist ein Elefant. Im Gegensatz zu unseren winzig kleinen Darmbakterien ist der Elefant riesig groß. Er vermehrt sich dafür aber viel langsamer. Wie lange dauert es, bis so viele Elefanten leben, die 1000-mal so schwer sind wie die Erde? Ein Elefant wiegt ungefähr 5000 Kilogramm. Das sind 5 Tonnen. Um unsere Frage zu beantworten, vernachlässigen wir das Geschlecht unserer Elefanten. Und warten auch nicht, bis unsere Elefanten ausgewachsen und geschlechtsreif sind. In unserem Rechenbeispiel stirbt übrigens auch kein Elefant. Schauen wir uns einmal die Generationszeit von Elefanten an. Bis zur Geburt eines Elefanten reicht ein Jahr nicht aus. Ein Elefant wird erst nach durchschnittlich 22 Monaten geboren. Schauen wir uns jetzt wieder das Gewicht der Erde an. Die Erde wiegt 6 mal 10 hoch 21 Tonnen. Um das Gewicht der Erde mit Elefanten aufzuwiegen, benötigen wir so viele. Nämlich 1,2 mal 10 hoch 21. Wie lange dauert es denn jetzt, bis genauso viele Elefanten leben, die so schwer sind wie die Erde? Eine Anzahl von 1,2 mal 10 hoch 21 Elefanten wird nach 48 Generationen erreicht. Und wie lange dauert es jetzt, bis so viele Elefanten leben, die 1000-mal so schwer sind wie die Erde? Das sind 70 Generationen und das entspricht ungefähr 116 Jahren. Wir haben gesehen, dass das Gewicht, das unsere Elefanten nach 116 Jahren auf die Waage bringen, von dem winzig kleinen Darmbewohner unter optimalen Bedingungen theoretisch bereits nach 48 Stunden erreicht werden könnte. Sehr beeindruckend.